Herzlich willkommen auf YouTube, liebe YouTubes bei Guacamelli Dos. Folge 9 mittlerweile. Und wir sind in Villa Chula. Villa Chula angelangt. Haben die Karte zu 0% abgeschlossen, wie man sieht. Und wir müssen, oh, schau, da ist schon wieder so ein Händel. Ein goldenes. Ja. Und wir müssen da zum Freizeichen. Das ist nicht mehr weit. Okay. Dafür. Vielleicht sogar schon hier. Hallo? Oh, bist du denn? Der hat einen. Warum hat der einen Spülkasten am Kopf? Wir werden sie rausfinden. Glaubst du? Ha, schicker Gürtel. Heutzutage stehen alle auf dem Chapter alles. Oder im Chapter alles. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich mache. Okay, aber ich mache sie schon, bevor sie. Lollis. Ja, eh. Kommen. Wie bitte? Heutzutage stehen alle auf Luca Torres. Aber ich mochte sie schon, bevor sie in Mode kamen. Aha. Was ist mit dir, Onkel? Ich wette, du bekämst keinen gescheiten Uppercut auf die Kante, wenn dein Leben davon abhinge. Ups, sollen wir schlagen? Hey, Onkel, du bist nicht so cool genug, um einfach so durch mein Haus zu marschieren. Sollen wir jetzt einen Uppercut machen, oder was? Pass auf. Sind? Na gut, dass er gar nicht mal so schlecht ist. Aber Rubbercuts sind ja auch Mainstream. Ich wette, du hast noch nie etwas von einem was? Dashing Derp gehört. Dashing Derp, derp. Achso. Glaubst du, du bekommst sowas hin? Oder muss ich erst Dash Punch für dich nehmen? Nennen, was? Ein Dash Punch, krieg ich auch hin. Bam. Okay, du kannst also die Grundlagen, Onkelchen. Aber Lucador ist nicht einfach nur irgendein Label. Es ist eine Lebensphilosophie. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann hast du auch einen mordsmäßigen Froschslam drauf. Was? Nein, hör mit. Das ist ein Froschslam. Kann man auch nicht, oder? So vielleicht, nein. So vielleicht. Wow, ist geschehen. Was ist das? Runter und schlagen. In der Luft. Runter, drücken und schlagen. Das war das, was wir mit der Dings machen hätten sollen. Was, und hier brauche ich einen Frosch-Slam. Das ist der mit der. Mit dem Kampfroboter oder beim Feuertippen. Na gut. Den können wir noch nicht. Den können wir noch nicht. Gut. Immer wieder. Aber wir wollen. Juhu! Eigentlich. Vielleicht geht da hier. Ah ja, genau. Albrigge Alligre. Naja. Was? Die Gerüchte sind also wahr? Die Gerüchte sind also wahr. Aha. Oh. Ah, so. Juan, der Lucador ist von den Toten zurückgekehrt. Sicher. Nur hat uns das Schicksal diesmal auf dieselbe Seite geführt, alte Rivale. Oh. Wie Otter, beim Schlafen. Oh. Du hast dich bisher gut geschlagen, Juan. Wie ich sehe, hast du die Jade Reliquien gebracht. Ja. Aber es ist noch nicht. Ah, noch zu früh, um sich zu freuen. Wir stehen einem gefährlichen Mann gegenüber. Salvador, dem Mann, mit den feurigen Augen. Vor Jahren hat er mir seine makellosen Technik Kalaka in Einzelkampf gezwungen und die Verschmelzung der Welten aufgehalten. Aber Salvador war kein Held. Der Rat der Chibos und ich versuchen ihn aufzuhalten. Er wohl gerade auf der Jagd nach der Obsidian-Reliquie sein. Er mag wohl gerade was auch immer. Begib dich durch die Tierras Malas zum obsidialen Tempel. Dort findest du die Obsidian-Reliquie. Überall braucht man Obsidian. Before ich aber ja Obsidian. Okay, klingt gut. Das ist voll modern seit Game of Thrones. Viel Erfolg, Juan. Und ich danke dir für die Jade-Reliquie. Ich verspreche sie, sicher zu verwahren. Gut. Alles klar. Drücke. Gehe zum Obsidian-Tempel. Okay, Obsidian, das ist ja eigentlich so Lava-Gestein, oder?
du kristallisiert das oder so. Das ist eigentlich ziemlich brüchig. Okay. Hallo? Ziemlich große Lokal. Was gibt's da jetzt? Oh, Münzen. Kümmern Sie ein bisschen um die Inneneinrichtung. Das kann ich auch schon. Na oh, ja, gut. Das war nicht. Oh, warte. Da war noch einer schon. Hey, gut. Haben wir übersehen. Und jetzt hinaus mit uns. Schau, warte, da ist ein kurzer Stein, da kann man rauf, oben ist das. Oder ist das nur. Hängt da nur was? Aber doch bei der Wand, oder? Ist die Wand nicht aus? Vielleicht als Hunden. Weißt du? Da oben, genau über deinen Kopf, siehst du? Da ist keine Wand. Okay, dann. Ja, vielleicht. Okay. Hey, wer ist denn das? Wer bist du denn? Oh, ah. Oh, auf dem kann man stehen sogar. Auf dem seinen Sombrero. Diese Zeitlinienrisse haben mich schon immer fasziniert. Wie funktionieren sie? Wie wurden sie geschaffen? Wie kommt es, dass sie sich manchmal sofort wieder schließen und manchmal einfach offen bleiben? Sie sind so praktisch, um von A nach B zu kommen. Aber sie sind auch auf der ganzen Welt verstreut. Verstreut? Ja. Wie eine Streusel. Wie eine Streuselkuchen. Hi, Chica. Das bist du. Ich empfinde den Regen als sehr erfrischend. Es ist ja immer so heiß hier. Aha. Ja, das bin ich. Das ist der Butcher. Butchers gratias. Okay. Oh, schau, er schon wieder. Schneller, bitte. Ja, heilige Mola. Meine geile Zutat. Grapefruitsaft. Achso, die haben wir alle eine eigene Zutat, oder? Ja. Nein. So. Und da war doch. Ja, ist schon gut. Da war doch irgendwo so eine Schatzkiste. Ah ja, das war da. Wo man nicht hinkommen. Noch. Na gut, dann gehen wir mal. Aber oben ist noch eine Tür, schau. Da waren wir noch nicht drin. Und rechts auch. Schauen wir noch schnell zur Tür. Sicher. Auf zur Tür. Wo ist die Tür? Ah, da. Juhu! Oh. Verzeihung. Du machst das viel besser. Oh, wer bist du? Hola. Pedro. Und seine Band haben mich viele Jahre über Wasser gehalten. Wenn er seinen Lebensabend hier verbringen will, ist das das Mindeste, was ich für ihn tue. Bist du der Pedro? Pedro, servus. Hier ist Pedro, alte Hitten. Hallo, Luca, du, Hust. Bist du gekommen, um den alten Pedro auftreten zu sehen? Leider werde ich diese Welt nicht mehr lange erhalten bleiben. Leider. Und noch viel schlimmer. Meine Gitarre ist fort. Oh, meine Gitarre. Ich habe sie Maria von El Pollo Gordo geliehen. Aber sie hat sie nie zurückgebracht. Wie soll mein Leben nach dem Tod aussehen, wenn ich Hust meine Musik nicht mit mir nehmen kann? Bitte, Lucador, kannst du herausfinden, ob sie sie noch hat? Okay. Hat. Pedro hat mir mit seiner Musik so viel Freude gebracht. Ich bin froh, mich in seinen letzten Tagen um ihn kümmern zu können. Okay. Wir haben die Auftritte für diese Woche abgesagt und der Bereich hinter der Bühne ist gesperrt. Danke für dein Verständnis. Was? Ich kann nichts geschafft. Nein, ist gesperrt. Okay. Wo bist denn du? Da oben ist noch eine Schatzkiste. Oh, eine Schatzkiste. Ist auch langsam gekommen. Ich bin ganz viel Geld. 400 Geld. Und jetzt? Kiste. Da links müssen wir noch. Links ist noch eine Türe. Auf ein Drache. War das die. Oh, warte. Geld. Das können wir auch noch nicht. Geht nicht. Oh. Ui. Ups. Ah. Stacheln. Au. Ich bin meine Popo-Packe. Lost Kid Contact Schrödinger. Hallo, bist du Schrödinger? Oh.
Hast du, Schrödingers Katze. Ja. Hast du je einen Kaktus betrachtet und dich gefragt, wie es wäre, ihn zu umarmen? Täglich. Nein? Ich mich auch nicht. Lokobrutsche. Okay. Also, du siehst bereit aus. Ja, du siehst bereit aus. Übrigens, die Tierras Malas sind gleich westlich von hier. Ismael. Okay, da geht's übrigens runter. Huhn. Bam, bam. Hallo. Müssen wir da überhaupt hin? Nein, aber wir können. Wir können, und sonst tun wir es. Juhu. Rechts ist die Huhn. Links geht's wahrscheinlich wieder rauf. Hallo, aufmachen. Boah, alles Gold, hä? Ja? Oh, Gold. Oh, Scheiße. Ah, ja. Ui. Oh, wir brauchen 50er-Kombos, gell? Nee. 27 waren zumindest schon mal. Kommen wir da auch drauf? Ah, das ist noch slimige Wand. Slimige Wand. Warte. Hm? Hast du gesehen? Warte. Ja, jetzt probiere ich. Hopp! Zu spät. Auch zu spät. Das ist genau richtig. Wow, also wieder ein bisschen. Mit der Kralle drin. Das Gift berührt. Okay, wieder viele Kombos. Warte. Nur 14. So, da kann man auch noch nicht hin, gell? Nein, geht nicht. Nein. Kann man sie nicht anhalten. Aber da geht's noch runter. Da geht's runter und nach rechts, gell? Runter und rechts. Okay, schau mal, da kann man noch wieder zurück, offensichtlich. Wow! Ah! Wie schon wieder? Musst du ausweichen mit Dashen und so? Und 20 Hits mies, warum? Nicht mehr zusammen. Holen wir uns mal die Kiste da. Mhm. Ah, geht nicht. Mist. Dann zuerst da runter. Oh! Hallo Huhn mit Fähigkeitsei am Kopf. Der wahre Auserwählte kennt keine Angst. Bock, bock. Du wirfst dich in die Gefahr, aber wirfst du dich auch gegen die Wand? Ja, gerne. Schätz, du das Licht, aber Feuer schieße dich in, schieße dich in diese federnde Bumper. Federnde Bumper. Yeah, Hühnerbumper. Boy, ob Bumpers. Hühnerbumper. Ah, oh, cool. Sind das jetzt die. Oh. Oh, ich sehe die Bumper, um abzuprallen. Wow. Abprallen, oder was? Wow. Das ist ja geil. Geil. Ist das gesaft? Nee, aber ist gesaft. Witzig. Das ist echt lustig. Okay, warte, jetzt müssen wir runter. Was war das? Ah, ja, irgendwas. So. Das gefällt mir. Jetzt slagen. Viel slagen. Für die Kombo. Und jetzt? Weiter slagen. Oh je. Hi. Hi. Das ist aber weit, oder? Oh. Oh ja, beim zweiten Mal hättest du es geschafft. Ja. Siehst du? War das jetzt wie das Händel? Jetzt geht es da wieder hinauf. Okay.
Ah, jetzt können wir drauf, ja. So lustig. Voll lustig. Oh, hinunter. Hopp. Boah, gut. Mist. Ja, hupf einfach rüber. Und dann mit dem letzten. Hopp. Ja, das ist gut. Okay. Oh, schon wieder. Muss man warten. Gut. Da war Slime-Wand wieder. Slime. Slime. Was? Achso, jetzt sind wir einfach oben herum oder okay. Wie? Okay. Waren wir da schon? Ja, wirklich. Offensichtlich, gut. Okay, wir haben den Pumper. Jetzt geht's dann auch nach links. Oh, mehr Leben. Noch was. Und ganz viele Münzen. Julio. Nicht schlecht. So lustig. Die Händel. Okay. Warte, warte, warte. Aber hinunter kann man immer noch nicht, gell? Warte, tun wir uns mal wieder um. Ja, vielleicht oder? Mit diesem neuen Schlag, wenn der rauskommt. Achso, da steht er. Ach. Oh. Pieras Malas. Oh, du? Ein Krokodil. Oh. Wie macht ein Krokodil? Oh, sei gegrüßt, Juan. Ich bin Waikoko. Hehe. Und du? Kannst meine Zauber gut gebrauchen. Oh, ein Zauberer. Ich werde dich lehren, die ganze Kraft deiner Special Moves zu entfesseln. Special? Special Moves. Schließe die Aufgaben in der Fertigkeitsansicht links ab. Ja, und ich werde dir wahre Macht zeigen. Zeige mir wahre Macht. Die Chance. Special Moves. Steige die Wut deines Uppercuts. Okay. Warte, schau mal die anderen. Mit den anderen auch noch? Steige die Wut deines Uppercuts. Enorm. Super Dash Punch. Steige die Wut deines Dash Punch. Oh, probiere. Okay. Du musst das, okay. Ja, aber wir brauchen zuerst den da. Den. Ja. Wir brauchen noch 350er Kombos. Ja. So. Oh. Tierras Malas. Dunkelste Seitlinie. Oh, mit Sternsnuppen im Hintergrund. Siehst du die Sternsnuppe? Da geht's rauf. Ah, da geht's rauf. Entschuldigung. Wollen wir da überhaupt hin? Komm rein. Ab. Aber wollen wir da überhaupt hin? Offensichtlich wollen wir da hin. Willkommen auf der Herausforderungsarena, Juan. Wenn du eintreten willst, musst du dir einen Tribut leisten. Ja, dann müssen wir es zahlen wahrscheinlich. Ja, wir können wieder zurück. Also möchtest du einen Tribut leisten? Nein, wir können nicht so viel. Kommen wir später wieder. Okay. Wieder sowas. Ja. Wie kommen wir da wieder raus? Oh, da schießen sie auf uns. Autsch. Umschalten auf die Huhn. Ja. Was? Die werfen mit Feuer. Schießen mit Feuer. Mist. Nicht. Ah, Jeki. Was? Na, wegen die Combo. Weißt du?
nicht in das Feuer laufen. Achso. Das macht die kaputt gekommen. Okay. Das habe ich gekotzt. Ah ja, jetzt rein. Wow. Ich komme! Okay. Wie geht's darauf? Ah, da müssen wir die Seite hier wechseln. Okay. Oh, oh! Jetzt nicht treffen lassen. Ah ja, ausweichen. Ah! Ah ja, super, aber wissen wir da. Okay. Müssen wir jetzt als Moon weiterkämpfen? Nein, müssen nicht, aber es ist lustig. Okay. Wie viel haben wir? 20 Minuten. Ah ja, was der, die roten, die gehen nur mit dem Uppercut. Da müssen wir zuerst umschalten jetzt wieder. Mist. Umschalten, wieder. Mist. Umschalten, sag ich. So. Ja, also. Ich selber. Ah! Mit Uppercut, so. Mist. Nicht ins Feuer, wenn es geht. Ich hüpfe vom Feuer zu Feuer, bitte nicht sterben. Ja, wenn ein Combo ist, weißt du. Ja. Wieso? Das ist doch Uppercut-Combo. Wieso? Das ist der rote, ist doch Uppercut-Combo. Hab ich einen Uppercut gemacht? Ich glaube, ich hab keinen Uppercut gemacht. 18. Okay, 24. Nee. 24 habe ich gemacht. Nee, gut. Okay. Wir haben bald 6000 Pesetas. Pesos. Oh, andere Seitlinie. Dashen. Dashen, dashen. Okay. Gut. Dann da. Dann wohl da. Vermutlich hier. Hund und Seiten. Wow. Das ist eh das, der Hühner-Move. Ja. Slagen! Werfen, slagen! Oh, nein! Mist. Was? Oh, Achso. Ja. So. Wir brauchen noch 50er-Kombos, gell? Wow! Mist! Ja, genau, der rollt so weit dann. Pass auf! Nein! Mist! Na! Warum geht das nicht? Ah. Ist schön. Schon nett hier. Oh! Hi! Ich will mich genießen. Na je! Juan, der Lucrador, lebendig! Es ist halt so wahr! Ich bin es natürlich! Stubby! Stubby! Gesundheit! Ich weiß, dass du mich erkennst! Meine Schönheit vergisst niemand! Obwohl das hier mein neues Ich ist, friedlich besonnen! Lange Haare, man würde, ah ja, meinen, ohne meinen Ex Kalaka wäre alles bestens. Ja, ich bin Single, aber aus uns zwei wird nichts. Ich bin eine Nummer zu groß für dich. Will dich ja gar nicht. Mir nach. Ja, unsere Lupina. Ja, eben. Wir sind glücklich verheiratet. Haben wir die, was bist aber, du? Das wird euch feiern, oder? Genau. Das bin ich. Glaube ich. Ich habe einen lokalen Künstler für den Fall des Kalaka beauftragt. Mir gefällt, wie er sein Leid eingefangen hat. Ist komisch. Nein, ein bisschen. Juan Salvador ist ein wahrer Kämpfer. Sein Kampf mit Kalaka, ich habe noch nie eine solch ausgefeilte Technik gesehen. Seinen Hahnen-Uppercut kann keiner blocken. Aber seine Maske, sie bringt ihn um. Also ein anderes Bild, richtig. Aber komm doch mit, ich habe etwas, das vielleicht hilft.
Okay. Wir folgen. Was gibt's noch was? Was jetzt? Hallo! Hallo dich! Gibt's was im Ofen hier? Am Herd für uns essen? Ja, wo ist jetzt? Hallo? Da oben? Was? Was? Ist ein bisschen weit? Aber ist auch so ein Hahnendienst. Ein Hahnendienst? Na, schauen wir mal da runter. Freundliche Drache. Gefällt dir meine allerbritsche Zuflucht? Britsche. Es sind alles Fundtiere, weißt du? Aber ich denke mir immer, dass sie mich gefunden haben. Das wirst du brauchen, wenn du es mit Salvador aufnehmen willst. Oh. Oh, au. Oh. Dimensionswechsel. Oh. Cool. Wie drückt man da? Ich weiß nicht, ob du wirklich eine Chance gegen ihn hast, aber ich wünsche dir viel Erfolg, Juan. Oh, und grüße Lupita von mir. Lupita. Sie ist wirklich ein Glückspilz. Ja, jetzt zeigt sie es auch mal. Ob sie dann einfach planen. Wie kann ich jetzt wechseln in die Dimension? Kann man da drücken? Oh, klar. Rechts oben. Kann man so auch öffnen. Ja. Offen. Oh. Jetzt steht es zum Beispiel. Aber jetzt könnte man da zurückschauen. Da kommen wir sicher noch. Naja, da kommen wir eh da raus, wahrscheinlich, wie das ist beim Roten. Da können wir da wieder zurück und. Jetzt dauert das nur nochmal zum Goldhuhn kommen. Goldhuhn, Goldhuhn! Und da müssen wir nochmal hin. Okay. Warte. Oh. Ja, wir dürfen halt nicht gehen. Komm jetzt nicht. Oh, ja, puh, das bleibt hier stehen. Aber da unten ist auch noch was, schau. Das Goldhuhn. Nein, da unten. Warte mal, ich hüpf mal. Mhm. Ah. Ja, da muss man. Boah, im Sprung wechseln. Ich wechsle einfach. Okay. Bam! Okay. Dafür nehme ich die Schatzkiste. Okay. Oh! So, warte, jetzt tue ich. Was? Ah, lange drücken. Okay. Na gut. Mist. Ah ja. Das können wir noch nicht, gell? Mhm. Ah, okay. Mist! Ja, schlecht. Ich bin gegangen. Wir sollten vielleicht gleich, weißt du? Ja. Warte. Okay. Warum habe ich nicht... Warte, ich komme zu dir. Jetzt. Dann machst du die Mission jetzt nochmal. Na, du. Was? Du bist höher. Okay. Großartig. Oh, warte, jetzt müssen wir die Mission wechseln und hinhauen, okay? Werfen, wir brauchen die Kombos. Ja, Kombos. Und Kombos 27. Ja, immerhin. Wir brauchen 15 okay. Kombos, aber das ist mit 2. Ah. Feinde ein bisschen schwierig. Warte. Mist. Ach. Falsche Taste. So. Das Geroll. Und Geroll bin ich eine Huhn geworden. Eine Huhn. Oh! Was? Was? Ui. Ja, das haben wir schon gesehen, dass das für alle gilt. Achso! Was man kann. Oh. Ah! Das ist ja witzig! Ah! Okay. Du kannst. Ah! Man kann selber. Witzig, warte. Ausweichen. Warte, ich kann mich gerade nicht mehr aus. Hilfe, ich bin hier. Wir sind jetzt die. So, jetzt sind wir beide die, okay?
Also bin ich nun. So, jetzt schalten wir um. Jetzt kämpfe ich für die. Und du kämpfst gegen den. Also, du kämpfst auch gegen den Schwarzen. Ah. Nicht treffen lassen. Ah, jetzt habe ich mich treffen lassen müssen. Okay, warte mal. Jetzt, sag mal. Na gut. Okay. Wow, das ist ja du kannst. Du kannst selber Zeitlinie für, nur für dich wechseln. Ja, ich hab's gecheckt. Dann, aber ist ja trotzdem verwirrend. Okay. Ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Okay. Hi. Hi. So, aber jetzt. Ja dann, sagen wir danke fürs Zuhören. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Okay.